Wie war das nochmal? Die Perspektive wechseln. Konnte man nicht irgendwie die Perspektive wechseln? Ach. Nein. Ich war mir ziemlich sicher, dass wir die Perspektive wechseln konnten. Oder geht das nur hier? Das hochhalten? Wie konnte man die Perspektive nochmal wechseln? Es nervt. Weil eigentlich mag ich das Gewehr, aber... Moment, haben wir das vielleicht in den Hier haben wir es nicht drin stehen, ne? Oh, Hochgeschwindigkeit habe ich auch und Expressmunition. Ah, jetzt kapiere ich das. Das sind die verschiedenen Munitionsarten dann. Dadurch wechselt das. Aha, okay, jetzt habe ich das endlich mal verstanden. Moment, Einstellungen. Steuerung. Ich habe keine Ahnung. Oder ist das unter Spieler, Spiel, Fortschritt, Hilfe? So, Kampf hier. Mit dem Waffenrad kannst du Waffen blablabla. Gedrückt Waffenrad, um eine Waffe auszuwählen. Lass du dann L1 los, um die Hand zu nehmen. Nahkampf, Büchsenmacher, Revolver, Lasso, Deadeye, Pistolen. Diese sind präzise Trefferlangen und Distanzen ausgelegt, hohe Genauigkeit, können allerdings umständlich sein. Einige Gewehre mit Zielfernrohr können mit einem einzelnen Schuss erheblichen Schaden verursachen. Kämpfe mit Gefährten. Nö, steht hier nicht. Ach, wahrscheinlich hat das gar kein Kimmelkorn, ne? Habe ich auf dem Springfield? Na, da habe ich gar keine. Okay, na gut. Dann war's das. Schön die Jagd vergeigt. Aber was soll's. Verdammt. Das ging ja wohl mal mächtig in die Buchse. Eigentlich wollte ich retten und hab getötet. Naja.
ist nicht das erste Mal, dass mir das passiert. Eigentlich sollte ich es langsam gelernt haben. Ich will da hoch. Serves him right. Goldene Taschenuhr, geil. Geldscheinklammer, geil. Oh. Okay. Wie weit ist denn die Emerald Ranch weg? Lonnie Shake? Ach, die ist da oben. Kann man eigentlich mal schnell, ne? Moment. So, hier ist unser Hehler. Yep. Na komm, Pferdchen. Ach so, so. Ups. Na komm. Na, da ist er ja schon. Figured this might be of interest to you. Well, ain't this a lovely little thing? Deal. Here you go. So, was haben wir gekriegt? So long. 40. Ja, sagen wir mal $5 pro Pferd. Ja, schon. Ist in Ordnung. Easy, easy. Ist der Bock? Ja. Yep. So, erstmal häuten. Hold on. Verstauen. Und ich nehme auch mit. Yep.
Ich glaube, ich muss hier echt mal einen Filter einsetzen. Tut mir leid. Wo... Ach, da lang. Ach, Wildschweine muss ich auch noch jagen und... Ach, fällt mir gerade so ein. Ich muss mal gucken, da ich echt mal... Wenn ich nicht aufnehme, dass ich einfach nur mal ein bisschen jagen gehe. Dass ich einfach nur mal so mache. Weil das Jagen ist ja nicht gerade sehr aufregend. Allerdings trifft man auch wieder auf immer tausend Sachen. So wie diesen toten Baum. Hier ist bestimmt irgendwas. Aber keine Ahnung was. Sieht auf jeden Fall gut nach einer Markierung aus. Ich bin am Überlegen, ob ich ein neues Pferdchen kaufen soll. Man hat ja noch durch durch Vorbesteller, oder war das wegen der Edition, dieses Vollblut-Vieh? Einfach mal ein neues Pferd ausbilden. Bin ich jetzt komplett? Oh. Hier lang. Yep. So, Pferdchen anbinden. Da wäre auch noch eine Mission für Fischen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Mal eine Runde fischen. Good morning, Arthur. Sorry, Mary Beth. Einfach so. So. Moin. Hier, das kannst du haben. Das kannst du haben, das kannst du haben. Wildschweinstoßzahn. Komm hier, kannst du auch haben. Das Fett, das behalte ich. Was? Die kriegen gerade Futter und... Ja, okay. Komm, scheiß drauf. Mal kurz ans Büchlein gehen. Moin, Molly. Kontrollbuch. Ah, ne, Beitrag. Geld spenden. Ups, zu viel.
Komm, 450. Machen wir 450. So, Kontrollbuch mal reingucken. So, wir brauchen Medizin. Futter auch. Munition scheint ja auch irgendwie. Sollen wir uns ein Bötchen kaufen? Oder lieber die Pferdestation? Ich bin fürs Bötchen. Gut, das reicht. So, wo... Folks seem happy, Mr. Morgan. We have been provided for. Well, we have, Reverend. Have a fine time, sir. Ja, vielen Dank. Echt mies gelaunt. Silly old thing. Können wir mit dir reden? Nein. Boah, geh mal der erstmal im Marsch blasen hier. Was hat die für Probleme, die blöde Kuh? Hoffentlich geht das. Was macht die? Oh. Ja, geh dich ertränken. Wir können nicht mit der reden. Al-Shabrak. Na gut. Wollen wir mal die Kette abgeben. Ich glaube, für Tilly war die, oder? Found this. You said you lost yours. Oh, it's beautiful. Thank you. Here, please take this. It's the least I can do. Zwei Arzneien. Ja, okay. Naja, wer weiß, was wir noch bekommen hätten, wäre das Inventar leer. Ja, guten Moin. Fischen. Ich hab Fischen gedacht. It's good to be warm. Sure. So what do you think, Arthur, of Dutch's latest plan? You know me, I never did much thinking. I know you like to... hide behind the angry moron act, but it's a thin enough veneer. If you say so. It's time to start thinking, Arthur. Before it's too late. Ah, er ist auch nicht gerade begeistert von Dutch. All good? Arthur. You going fishing? Yes. Or running off to Como Driscoll? Of course not. I was joking. That's very funny. Yes, very funny. I saved your life, and now you torture me. Ho, ho. Shut up. Do you want to go fishing with me? I found an interesting spot. We'll do well. I'm not a great fisherman. But I am. I'll teach you something. We come? Sure. Ja, geh mal mit. All right, then. Grab your horse and let's go. Ich mag den Kieran. Oh, wenn der mir echt leid tut. Okay, follow me. I know a great little fishing spot along the beach.
Ja, komm. Who'd have thought it? Wasn't that long ago I was tied to the back of your horse while begging for mercy. Now we're off fishing together. How do you know I ain't just looking for a good place to drown you? Because I saved your life, Arthur. You keep saying that. But I save your life every day I don't kill you. So we are more than even on that front. Come on, you don't mean that. You better believe I mean it. Now, where's this spot? Not much further. Na, Arthur ist schon manchmal echt ein Arsch. This is the place. Some beautiful smallmouth here. Bass? Sure. This strip of shore looks perfect. Pick a spot. Na gut. Seeing lots of bluegill and bass over here. Bait with... Fluss, See, Sumpf. Worms or crickets if you got them. Otherwise, maybe some bread or cheese. Na dann. Mal abwarten. You getting many bites there, O'Driscoll? I ain't an O'Driscoll. I told you fellas 100 times. I'd only been with him a couple of months. I was just a runner, helping out with the horses mainly. Bottom rung of the ladder. And to think that was the high point of your career. Comb goes through men like cigars. They ain't like you folks. You barely knew my name. I'm more Kieran Vanderlyn than Kieran O'Driscoll at this point. Honest to God. Mostly I'm Kieran Duffy. I hate to break it to you, but I ain't sure Kieran Vanderlyn is gonna stick. Keep it coming, but carefully. Na, was haben wir? Nice. Good catch. Na ja. Now see if you can hook another. Haben wir noch Heuschrecken? Yep. You think Dutch trusts me now? That's a good one. What? Not in the slightest, my friend. I can't win. I promised loyalty, he says, but you wasn't loyal to Combe. If I say I ain't got no allegiance to nobody, he says, how do I know you won't turn on us then? I don't know what you want to hear. I'm trying hard to feel sorry for you, but somehow I just can't manage to. Wer pfeift denn da? What in the world? Arthur, are you seeing this? The feller's naked as a jaybird. Is that why you like this spot? My lord. Hey, watch the There's line. There's somebody who needs to go to confession. I nearly gulped down a minnow. Sorry, fellas. Didn't see you there. Why don't you take a break? Come on in. The water's wonderful. Nein, danke. Nein. You here for some fishing? Ja, wir halten unsere Routen rein. Was? We hope to. You haven't scared them all away, have you? Oh, just so you fellas know, there's some real big ones over that way, like this.
Well, I better keep the blood pumping. Hope you gents catch something. Yeah? Maybe we'll take a look. Thanks. I know where that is. Come on, let's go. Und der muss eine riesige Tasche haben, der Kerl. Hey, wait up! Der hier? I think this is the place that naked feller was talking about. Did you see that amazing bluegill? Sure. That got you real excited, huh? Come on, Arthur, let's walk down the beach. Ist das hier vielleicht? Moment. Ne, anscheinend nicht. Hope we land this monster. Doch, legendär. It ain't easy to catch a fish like that with bread and cheese, but you never know. So, wir sind am See, Fluss, Seeköder. Get lucky. Guess we'll see. Ach nee, wir brauchen Spezialseeköder, ne? So who taught you how to fish? My pappy, mostly. I lost my mammy and pappy when I was young to cholera. Your mammy? Like I said, I was real young. After that, I was on my own pretty much, but I knew horses and fishing. Well, just think now, you'll never be alone again. Is it that monster? Did you get it? Not sure. Oh, it's a fighter, not whatever come. It is. Let's see if I can reel him in. Whoa, it sure is a fighter. It has to be the big one. Komm schon, komm schon, komm schon. Ist das der Legendäre? Ist das der Legendäre? You got it! Wow. Amazing. Ja. Cool. Behalten. Sure wish I was the one to catch it. Well, you ain't known for your luck, Kieran. Well, I guess I'll head back to camp now. Good job, Arthur. All right, then. See you later. Cool. Den können wir doch jetzt wegschicken, oder? War das nicht so? Come on, pal. Ich glaube, den konnten wir jetzt wegschicken. Ach Quatsch, Karte. Dann würde ich nämlich sagen, machen wir mal die Nummer vom Dutch hier. Das heißt, zuerst zur Postmeisterei. Gut. Ja.
ein normaler Hirsch. Den braucht man nicht. Was haben wir denn hier für eine Hütte? So, up now. Yeah. So, erstmal die hier. Pferd. Oh, das ist... Ist auch der falsche. So. Und jetzt gucken wir uns mal die Hütte an. Hier gar keiner. Na, freut das Pferdchen drüber. Ich wollte schon Häschen sagen. Ja, wir reiten auf einem Häschen. Ziemlich groß, aber wir reiten. Wo waren die Zigaretten? So. Gin können wir nicht nehmen. Warte mal hier. Hier ist auch nichts. Von da sind wir reingekommen, ne? Da. Haben wir nix. Hartonikum. Tasche, wo war das Hartonikum? Ich glaube, das war... Hier. Ich weiß zwar selber nicht, warum ich das überhaupt nehme, da ich mir die Haare abschneiden lassen will, sobald ich mal ein Barbier finde. Na, Waffenöl, wir könnten mal schnell eine Wumme... So, die auch mal schnell sauber machen. Wenn ich eh schon einmal dran bin.
So, hier ist nichts mehr. Gott, was ist denn hier passiert? Sieht so richtig nett und einladend aus. Wundertonikum. Na, Kaffee. Kaffee ist immer gut. Kekse können wir keine nehmen, gut. Das war's. Gut, dann wieder raus. Na, da brauche ich das Warmintgewehr. Oh, was ist denn hier schon wieder los? Wo kann man das Pferd anbinden? Was?